Willkommen bei Kunstklick mit Jakob. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Leider bin ich nicht so gut drauf. Ihr wisst ja, wie das ist im Winter. Immer alles so trist und so grau. Ein bisschen wie auf dieser Zeichnung. Nur graue Wege, graue Bäume. Da wünscht man sich doch einfach ein bisschen Farbe. Gut, dass dieses Bild eigentlich, tada, super bunt ist. Farbe! Der Maler von diesem Werk heißt Walter Oppay und er hat Farben geliebt. Er hat bunte Bilder gemalt, zu Hause hat er Bilder auf bunte Wände gehängt, also ja, anders als ich. Und er hat sogar mal eine komplette Kirche farbig gestaltet, also die Fenster, die Decke, die Türen, sogar den Boden. Außerdem hat er mal gesagt, ich fühle mich in der Farbe am wohlsten. Wenn Walter Oppay eine Landschaft gemalt hat, dann hat er oft draußen gemalt. In diesem Fall in einem Park. Dieses Kunstwerk ist jetzt etwa 100 Jahre alt und trotzdem sind die Farben immer noch so strahlend. Ist schon faszinierend. Aber irgendwas ist komisch an diesem Bild. Walter Oppay hat nämlich nur die Konturen gemalt, also nur die Außenlinien der Bäume. Den Rest hat er einfach weiß gelassen. Und außerdem, welcher Baum ist denn bitte blau oder rot? Der Künstler hat den Park hier nicht wirklich gemalt, wie er aussah. Aber warum sollte er auch? Man kann ja malen, wie man möchte. Allerdings gibt es eine Sache, über die hätte sich mein Kunstlehrer früher richtig aufgeregt. Der meinte immer zu uns, niemals beim Zeichnen mit den Finger wischen. Und jetzt schaut euch mal das hier an. Da hat Walter Oppay doch eindeutig mit dem Finger gewischt. Tja, für die Kunst gibt es eben keine Regeln. Dieses farbenfrohe Bild macht mich auf jeden Fall richtig glücklich. Mich würde interessieren, wie wirkt das Ganze eigentlich auf euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und versucht doch auch mal zu Hause so zu zeichnen wie Walter Oppay. Denn dadurch wird die Welt einfach noch ein bisschen bunter.